Außen wie sollte die Feinde im Hof einzeln anlocken. Dort draußen könnt ihr nicht kämpfen, da ist geschützt. Wollen wir nach unten gehen? Okay. Hier waren wir noch nicht. Oh, hier geht's nach oben, aber nicht für uns jetzt. Hier war doch einer, oder nicht? Sehr schön, eine Blutsteinsche. Hey, war doch ein Gegner, oder nicht? Oh! Gut, da habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken. Ich muss sagen, mir macht Bloodborne echt Spaß, hätte ich nicht gedacht. Dass mich das Spiel jetzt so fesselt, aber ich sag mal so, dafür sind die Spiele ja bekannt eigentlich, oder? Jägerfackel, okay. Macht mehr Schaden, nice. Ist die Frage, wie wir weiterkommen, ne? Oder müssen wir jetzt sterben? Das wäre ja jetzt sehr behindert. Ne, irgendwie ist das doch richtig, ne? Jo. Öffnet nicht von dieser Seite. Sehr schöne Leiter. Wunderbar. Ach, das nervt ja richtig mit dem Geschütz. Ich hätte nicht gedacht, dass in diesem, ich weiß nicht, Zeitalter irgendwie welche Waffen, wo man schießen kann, gibt. Hätte ich nicht gedacht. Das ist eigentlich auch mega unfair, ne? Ach, hier sind wir. Das ist ja cool. Sehr nice. Cool. Also müssen wir doch dahin. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Oh, das ist ja dieser richtig groß, dieser richtig gut jetzt, weil die schön stark ist. So. Ach, da ist noch einer. Ich frage mich ja, welche Gegner jetzt, mich jetzt genau vergiften. Aber noch haben wir jetzt nichts gesehen. So, sehr gut. Sehr gut. Mann, das frustriert mich ja jetzt sehr ungemein. Dass wir jetzt bestimmt nicht weiterkommen. What the fuck? Okay, jetzt weiß ich's. Alles klar.
Okay, das ist interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Er hat gesagt, rechts, also hier die Lösung, dass wir rechts müssen. Okay. Okay, das ist echt unfair. Aber ich habe auch gelesen, es gibt genug Gegengift-Items, also sollte das jetzt eigentlich keine Probleme geben. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal noch weiter nach oben. Ich gucke mal. Ach, hier sind wir. Okay. Gut, alles klar. Also wir sind auf jeden Fall nicht safe, wenn wir so rumlungern. Meine Herren, das ist aber echt nervig. Okay. Meine Herren, warum halten die so viel aus? Oh. So, gut. Jetzt hätte ich es geahnt. Sehr gut, wartet mal. So, das ist gut. Nee, wartet mal. Es tut mir jetzt irgendwie auch immer leid, dass ich immer warte mal sag. Nur weil das Headset oder diese kleinen Kopfhörer immer abfliegen. Okay. Alter, der hält echt gut aus, ne? Blutfärbungsedelstein. Okay. Wartet mal. Okay. Genau, warte mal. Genau, im nächsten Abschnitt wartet euch ein Hof, der mit vielen Bestien besiegelt. Zu dem müsst ihr euch immer ein bisschen runter. Ach so, okay, ich verstehe schon. So, genau. Okay, ich verstehe. Sag mal so, als nächstes werden wir auf jeden Fall
die Ausdauer upgraden, weil viel mehr braucht man definitiv. Mäßige Blutedelsteine, sehr nice. Whams. Cool. Wartet mal. Oh, wartet. Nö. Schon denkt, mittlerweile seid ihr so nah an dem Geschütz. Okay. Ach, wie ist zu langsam, zu langsam, zu langsam. Gut, wir sind schon ein Stück weiter nach vorne gegangen, das ist sehr nice. So, schnell mal zurück. Ich glaube, dann ist dieser Innenhof auch leer. Wo ist jetzt die andere Bestie? Komm mal her! Was geil gewesen wäre, wenn jetzt das Geschütz auf die Monster attackiert. Das wäre echt nice gewesen. So, ich sag mal so, wichtig ist, wenn wir das Schild erstmal kaputt machen. Wartet mal. Okay. Ich mach das einfach mal, ne? Okay, das wird ein starker Hund. Wenn ich das richtig gelesen habe. Ach, können wir nicht, okay. Okay, okay, okay. Weil das ist nämlich, wenn ich es richtig gelesen habe, auch ein Gegner-Typi. Was? Ihr habt noch Träume. Denkt in eure nächsten. Ich würde sagen, ist ärgerlich. Ich würde sagen, wir werden. Ach so. So, ich würde sagen, das war es dann erstmal für heute. Ich denke mal, das reicht und wir sind auf jeden Fall ein Stück weitergekommen, was mich auch sehr freut. Und ich sag mal so, beim nächsten Mal werden wir uns auf jeden Fall den anderen Jäger schnappen und damit er uns nicht mit seinem blöden Geschütz nervt. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Sippy. Ja, hallo Leute, hier ist der Sibi und es geht weiter mit Bloodborne. Ich habe gerade überlegt, ob ich die Fackel zurücklege, aber ich sag mal so, egal. Wir nehmen es einfach mal so mit und
Dann sollte das passen. Und ja, beim letzten Mal sind wir ja leider bei dem Geschütz-Heini gestorben. Und ich muss ihn hier ein bisschen einfuchsen. Ich glaube, wir haben relativ viele Echos verloren. So, genau. Ich dachte, da kommt noch eine. Ich würde sagen, am liebsten will ich eigentlich so viele Echos wie möglich sammeln. Wir müssen eigentlich die Fackel weglegen, weil dann kommen wir dicht daran an die Gegner. Naja, wir gucken erstmal, wie weit wir kommen. Was ist mal hier runter? Oh! Boah, da habe ich mich gerade erschrocken. Ich bin gerade ein bisschen. Gott, warum hab ich den nicht gesehen? Sehr gut, da kommt aber noch einer. Das habe ich genau von dem Heinis. Ey. Eigentlich habe ich mich aus. Naja, egal. Ausgewichen, aber gut, das hat wohl nicht gereicht. Hier war keiner mehr, genau. Das habe ich vermisst. Ich habe mich ihn gerade ein bisschen gewundert, warum er nicht schießt. Aber wir müssen das mal. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Oh, das ist wie aus so ein Jäger-Heini. Oh nein. Ach, den schaffen wir nicht. Ach, wartet mal. Wo sind wir denn überhaupt? Scheiße. Alter, jetzt komm doch mal her. So, die mache ich jetzt kalt. Ja, komm doch einfach her, komm doch einfach her. Alter, was war das denn gerade? Oh Mann, jetzt komm. Das wäre auf jeden Fall richtig gut, wenn er jetzt, wenn wir den schaffen würden. Lässt sich, öffnet sie nicht. Oh meine Güte, was ist das denn jetzt hier mit ihm? Wird auf jeden Fall ein harter Kampf, würde ich sagen, weil so viel Damage machen wir jetzt nicht. Das gibt's ja nicht, ey, das ist so nervig. Oh meine Güte, jetzt komm doch einfach mal her. Weil da hinten ist nämlich auch. Nein! Das ging fast, wäre fast in die Hose gegangen.